Hallo, herzlich willkommen. Wir sind hier mitten im, im pulsierenden Köln im Friesenviertel. Ja, hi. Hi. Und wir sind gerade mit einem Shooting fertig geworden. Wir haben einen Tag geshootet und wir fragen mal, wie läuft das so, falls ihr das auch mal machen wollt. Wie sieht's aus? Wie shootet man? Und hier ist unser Fotograf. Wie heißt du? Andreas. Wie heißt dein Künstlername? Blende 1.2. Schönen guten Tag. Was bedeutet Blende 1.2? Wissen die meisten nicht. Das ist die Öffnung der Linse vorne. Wie groß das Loch sozusagen, genau, in der Kamera vorne. Wie groß das Loch ist, wie scharf ist der Hintergrund. Was ist dein allerwichtigster Nummer 1 Tipp für Models, die fotografiert werden wollen? Der wichtigste. Zuverlässig sein und zum Shooting kommen. Ja, auf jeden Fall, das Allerwichtigste. Du bist zum Shooting gekommen. Wusstest du vorher, dass du geshootet wirst? Nein. Nein? Ich bin völlig unvorbereitet in die Situation reingelaufen. Und wie hast du dich dann innerlich vorbereitet anhand dieses Getränks? Hier hast du Sekt getrunken. Ich habe einen halben Liter Whisky auf Ex getrunken, um mir die Crew schön zu saufen und sympathisch zu saufen vor allem. Hat es geklappt? Nein. Du hast ja so ein goldenes Palettenkleid angehabt. Wie hast du dich da gefühlt? Wie eine Disco-Kugel. Wie eine Disco-Kugel. Ja, aber bist du ganz zart und fein eigentlich, ne? Ja. Hat das Kleid gemacht. Dir gehört der Laden, aus dem wir die ganzen Klamotten geholt haben. Warum erlaubst du das Leuten? Also ist ja irgendwie, dann sind die Klamotten ja verknüllt oder... Ich möchte den Leuten halt die Gelegenheit geben, irgendwie in einer tollen Location zu shooten. Deswegen bei uns, bei Modern Vintage. Wo? Friesenstraße 16. Friesenstraße 16, genau. Facebook, www.facebook.com/modernvintage.de. Was bedeutet eigentlich Modern Vintage? Also Vintage heißt ja eigentlich, dass es alt ist. Also wie? Ja, es sind halt tolle Sachen von Omis, von allen möglichen Leuten, die ihre alten Schmuckstücke einfach loswerden möchten. Und aber, die gibt's bei uns. Aber inwiefern modern? Ja, modern gibt es natürlich auch. Wir haben auch neue Sachen von Aces zum Beispiel. Von was? Von Aces. Was ist das? Das ist eine tolle britische Marke. Und, aber ich meine, warum modern vintage? Also ja, weil es die Kombination ist aus beiden. Okay, verstehe. Ja. Was du da gerade anhast, ist das vintage oder neu? Das ist modern. Das ist modern? Das ist modern. Sind das Polka Dots? Yes. Yes. Yeah. Yes. Was ist dein aller wichtigster Tipp für Fotografen, wenn sie dich shooten wollen? Was müssen die auf jeden Fall beachten? Wir müssen mit meinen Launen auskommen. Was für Launen hast du denn? Nein, eigentlich habe ich keine Launen. Eigentlich würde ich immer ganz nett und ausgeglichen. Gut. Was machst du, wenn ein Model Launen hat? Weil, überspielst du das dann oder brichst du auch schon mal ab? Ignorieren. Weiter shooten. Ignorieren, weiter shooten. Ja. Sataka, du hast früher ja selber fotografiert. Warum fotografierst du nicht mehr? Ich habe noch nie fotografiert. Außer zum Beispiel bei Death and Poetry. Nee, das macht mir keinen Spaß, mit zu viel Technik. Ist ja zu viel Technik. Du hast ja auch schon einen Hugo. Warum trinkst du Hugo? Was so aufregend heute? Das ist so modern. Ich wollte einfach mit dem Thema sein. Hugo ist mega modern, aber es ist nicht vintage. Ja, du bist der Vintage-Mann. Du bist ja aus den 50ern. Ich bin aus den 50ern. Satanka, das haben sie mir modern vintage. Das stimmt. Was ist deine wichtigste Erfahrung, weil du arbeitest ja auch bei einer Firma, die sich viel mit Fotos beschäftigt. Was müssen Fotografen und Models am allerwichtigsten beachten? Fotografen Photoshop? Oh, stimmt, da ist Photoshop so viel. Nein, nicht wirklich. Das ist eigentlich das letzte Mittel erst. Eigentlich soll man besser vernünftig blitzen. Ja, richtig fotografieren und dann im Notfall halt für Pickelchen. Und ein bisschen Hat schon mal ein Model bei dir Pickel gehabt? Ja. Ja. Definitiv. Aber wir haben gelernt, mit einer guten Visa geht das alles weg, ne? Ja. So sieht's aus. ja, was noch? Was müssen Fotografen und Models beachten? Unbedingt. Außer Photoshop, Satanka. Ich weiß nicht, nichts mehr. Gute Laune, Kaffee, keine Ahnung. Gute Laune. Okay. Spaß mitbringen, gute Spaß. Laune haben, ja? Auf jeden Fall. Ja. Beide Parteien sollten Spaß haben. Ja. Und es war heute, wir haben ein TFP-Shooting gemacht. TFP, den Begriff, das könnte ja heißen Tyrannosaurus, Philofax und Primeln, heißt es aber gar nicht. Nee. Was heißt es? Time for Prints. Time for Prints? Ja. Sag mal auf Deutsch, weil heutzutage printet ja keiner mehr. Nee, ich gebe dir die Zeit für Bilderabzüge. Und du kannst die Bilder auch benutzen? Ja, beide Parteien dürfen die Bilder unentgeltlich benutzen. Das ist irgendwie eigentlich ein Community-Ding, Satanka. Was fällt dir zu Foto-Community-Dingern ein? Big Love? Liebe und Gemeinschaft. Oh, fällt so wie heute. Wir kennen uns alle nicht und trotzdem sitzen wir jetzt alle an diesem Tisch. Das stimmt. Was Fotografie verbindet. Ja, das stimmt wirklich. Was machst du eigentlich mit den ganzen... Es gibt ja hunderte von Fotos
von dir? Was hast du mit denen allen gemacht im Laufe der Zeit? An die Wand gehängt und mich jedes Mal drauf aufgegeilt. Gut, sehr vernünftig. Was machst du mit den ganzen Fotos von dir? Dasselbe wie Satanka. Ja. Was machst du mit den Fotos von deinen Mitarbeiterinnen? Die kommen alle bei uns in den Laden, also unbedingt vorbeischauen und die Fotos angucken. Ja, sehr vernünftig. So, tschüss. Also, mir hat das auch viel Spaß gemacht. Ich habe hier... Ja, was, genau. Meine Bilder stelle ich meistens auf die Pressefotoseite und das Verblüffende ist, dass gerade so halbprofessionelle Fotografinnen und Fotografen werden sehr, sehr häufig gedruckt. Zum Beispiel hat man... Soll das mal heißen, wir wären halbprofessionell? Nee, du fotografierst doch angeblich überhaupt nicht. Nein, aber wir sind doch hier super Profi. Guck dir mal diese Schönheiten hier am Tisch an. Ja, das ist ganz erstaunlich. Also ich kann nur sagen, nur Mut. Also die schrägsten Sachen, zum Beispiel eine Fotografin hat mal so Maden, die aus meinem Kopf gemacht. Oder wir haben uns gerade hingestellt. Ich habe das erste Mal meinen Ausgehanzug angehabt und dann habe ich mich zwischen die beiden Disco-Kugeln gestellt. Das kann wirklich immer mal sein, dass sie genommen werden. Also nur Mut, lasst euch schräge Scheiße einfallen. Das kann funktionieren. Dankeschön, Satanka. Du kannst jetzt auf Stopp drücken.